Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir haben meines Wissens nach uns den letzten Spark uns erarbeitet. Und genau aus dem Grund können wir an für sich doch auch die letzte Herausforderung angehen, hier die Röhre mit 29 Sparks. Wir haben doch 29 Sparks, oder nicht? Ich schau mal nach, wie viele Sparks haben wir? Wir sind 6 pro Zeile. Wir haben sogar 30, oder nicht? Das sind 6, 12, 18, 24, 3, 30. Ja, wir haben 30 Sparks. Das heißt, wir können sehr wohl in die Röhre, wofür man 29 Sparks braucht. Das heißt, ich teleportiere mich zum Kran und dann versuchen wir jetzt mal, die Sparkröhre freizuschalten. Das sind in der Regel dann doch schwierigere Level. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. So, beim letzten Part habe ich das nicht ganz so locker flockig easy abgeschlossen, wie ich es mir erhofft hätte. Ich merke gerade, dieser Teleportpunkt war vielleicht ein bisschen ungünstig. Darum nehme ich mal den hier. Aber ich glaube, weil ich gerade gegen einen einzelnen Gegner ankämpfen werde, ist es vielleicht dann doch vielleicht eine Strategie, Bowser auszuwechseln mit Rosalina. Aber ich muss mir das Ganze nochmal angucken. Die Herausforderung ist weiter unten. Aber hier ist ja eine Röhre, mit der ich nach unten komme. Ich habe zumindest das Gefühl, in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Aber jetzt der Dämpfer, ich muss dann doch auf die andere Seite. Aber das ist ja kein Problem für mich. Ich glaube, ich bin nicht den optimalen Weg jetzt gerade gegangen. Noch tiefer. Ist das richtige angepinnt? Ja, es soll auch vielleicht die richtige Mission anpinnen. Dann wird das auch was. Er hat mich schon so ein bisschen gewundert, warum ich jetzt hier auf Abwägen bin, ja. Er geht auf die Leiter hoch. Jetzt. Okay, eine fiese Angelegenheit. Ich bin gespannt. Für mich wirkt es so, als ob das jetzt hier eher was für Baby Rosalina ist, als für Kollege Bowser. Es gibt einen großen und einen kleinen. Okay, Bowser auswechseln mit Baby Rosalina. Was hast du für Skills? Der ist gut und aber Reflexion weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da gibt es bessere. Und ich ist eigentlich immer gut, da jemanden zu haben, mit dem ich halt die sind eigentlich immer immun gegen Knockback-Effekte. Und eigentlich möchte ich sie ja verhindern. Wobei die 30% Angriffskraft. Ah. Weiß nicht.
bin am überlegen, ob es vielleicht da irgendwie so eine Art King Kong. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ob es jetzt das erfolgreich ist, ist natürlich die Frage. Okay, wir haben hier einmal einen Gegner. Da haben wir einen Gegner. Okay, wir haben mehrere Gegner. Aber es macht zuerst Sinn. Achten sollten auf die kleineren zu gehen? Ich glaube ja. Kann ich mit Luigi große Distanz gehen? Das war eigentlich geil. Ah. Und aber zuerst noch mit der Raserei warten. Erstmal so ein bisschen versuchen, dich hier. Einen mitzugeben. Komm, besieg ihn. Sehr schön. Okay, dann kann jetzt Luigi auf maximale Distanz gehen. Ja. Ich schaue mich auf die maximalste Distanz. Ja doch, das hier ist gut. Mach mal hier den Eisenblick. Und kannst du irgendwen anvisieren? Aber wie verhalten sich die hier? Den Zug, ob der die Reichweite hat. Ich möchte eigentlich nicht für Luschengegner jetzt hier die jetzt den Eisenblick verschwenden. Das kriege ich nicht anvisiert. Eigentlich geil, da würde ich das fast anvisiert kriegen. Aber das ist ein bisschen zu hohes Risiko. Ich soll es ja noch erstmal regenerieren. Klaus! Füg da mal ein bisschen Damage zu. Das kann ich leider nicht anvisieren, aber zumindest. Wenn ich hier so einen Hit setzen. Reichweite entfernt, hier wäre ich auch Gegner entfernt. Viel wird das hier geben, nicht viel. Ja, ich glaube, das hier ist ganz gut. Dann gehen wir schon mal die Leben ein bisschen runter.
Okay, was haben wir hier? Ein Portal, was ich definitiv zerstören will. Warum mache ich auf einmal so wenig Damage? Ich muss 2 Züge jetzt dafür verschwenden. Weil die Portale gerade so viele Leben haben, dass man sie nicht einfach so wegkriegt. Das ist doch scheiße. Er ist immun gegen Feuerschleim, Spritzer, Windstoß. Eine Windstoß-Immunität. Ja gut, es fügt ja trotzdem noch Schaden zu. Das war jetzt nicht meine Intention. Auf jeden Fall jetzt dieses Portal zerstören. Das ist dann vorbei. Kann ich mich noch saven? Ich glaube, der wird leider, muss ich dann hier tanken. Also ich wusste nicht, dass die Reichweite so overpowered ist. Schön, in den Händen kriege ich nicht. Jetzt ist er weg, ich kann nicht mal anvisieren, das Scheißportal da. Ich glaube, hier die Turboladung kann ich Damage drücken, also mache ich eine Turboladung. Ich kann ihn wegbringen. Ich krieg noch einen Spark-Erfrischer on top.
Also in jeder Runde so ein Schreckportal spawnt, ist doch echt kacke. Ich am besten vor. Wie die ganz weit weg. Nochmal Damage drücken. Dann du. Genau. Du einmal hier vernichten. Noch einmal hier Damage drücken. Und ich jetzt mal wegtrennen. Mann, Spark Erfrischer. Wenn jetzt die Roselisa down geht, das geht nicht. Oh, wobei, nee, da ist noch ein Zug. Okay, zumindest kommen jetzt hier keine neuen Gegner mehr. Das ist auch schon mal etwas, aber Rosalina braucht eine Heilung. Mehr Reichweite. Aber kein Problem, die kriegst du. Du stellst dich jetzt hier mal voll mitten rein, wo einfach alle Gegner sind. Boah, ist overpowered. Okay, ich sehe, du kannst nicht. Ich glaube auch leider, dass das auch bedeutet, dass ich jetzt hier keine wirkliche Attacke machen kann. Dich, Rosalina. Muss jetzt einmal einstecken. Einen Blick. Das einmal geht mal nach Rosalien so weit wie möglich weg. Ich will hier aufwecken. So, mal ein bisschen einstecken. Achso. Warum machen wir das jetzt nur einmal? Ja, zwei Portale auf einmal sind hart unfair.
er noch den Schild. Ich gebe dir dann die Heilung. Ihn konnte ich jetzt doch noch zerstören. Ihm hatte ich da den One-Hit drauf. Ich habe gesehen, dass ich da eben noch den One-Hit drauf habe. Warum habe ich den jetzt nicht mehr? So, weil ich hier noch die Kids noch in allen treffe. Klaus. Du darfst gerne dieses Portal schon mal andamagen. Du zerstörst es. Und Luigi. Dann gerne den Pudding noch mal einen Hit mitgeben. Okay, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir dich hier rauskriegen. Den Schild so benutzen, dass da noch Luigi von profitiert, ja kann ich. Also den Schild brauchst du auf jeden Fall, weil sonst überlebt das Rosalina nicht. Ebenso die Heilung. Machen kann, ist ja den zuerst treffen und dann hier dieses Abhau-Skill nutzen. Genau, so wird das auch gemacht. Und der Runde wird Damage gemacht. Ich glaube, das geht jetzt auch bitter. Das hat jetzt noch einige noch mitbewegt. Sind es noch die und die beiden noch am Wirken? Wenig weniger Gegner als ich dachte. Ich hab Schild. Ach, da ist jetzt hier. Ah! Oh, geil! Genau das will ich sehen. Ich mach selber ein bisschen Heilung. Ab. Weißt du, dass ich noch angreifen kann, aber noch gerade so in der Range. Jupp. So, hier kommt nichts raus.
denn eigentlich wie gehabt? Damage. Dann kannst du noch mal gerne abhauen. Verdammt, das hat ja gar nicht funktioniert, das Abhauen. Na gut, ihr habt aber immer noch den Schild. Den kann ich nicht anvisieren. Oder gehe ich halt auf den Typen. Also zuerst einmal da muss ein bisschen mehr Strecke machen. Hier ist er den Wirkungsradius. Aber nicht mehr in dem Radius. Ja doch, das ist perfekt. Okay. Wie gehe ich Rabbit Peach in... Ja, ich kriege ich in Range, das ist sehr gut. Kannst du ja mal dieses Portal kaputt machen? Schild ist ready. Das sieht doch alles gut aus. Und den Damage Boost nicht vergessen. Dann gehe ich hier auf größtmögliche Distanz. Jupp. Das sieht gut aus. Ich mach hier den Rappapapapapapapapa. Bin ich mal gespannt. Heißt das aus uns besiegen? Ja. Er ist der Krieg. Yes. Und sogar noch mit vollen HP geschafft. Okay.
Das war gerade lustig. Der Balken ist erst hochgegangen auf Level 30, aber unten dann ist er wieder hochgegangen. Ja, weil Level 30 das Max-Level ist, aber trotzdem, das sah nach unsauber programmiert aus. Aber cool, dass meine Strategie funktioniert hat. Kann ich ja mir ein bisschen Gedanken machen, wo ich jetzt den letzten Punkt ausgebe. Die Reichweite. Die nötig, dann hier. Oh, schmeckert. Ich vollkommen vergessen umzuskillen. Also das Upgrade, ich habe es sogar noch wesentlich schwieriger gemacht, als es sein muss. Weil ich nicht taktisch klug geskillt habe. Interessant. Ich den letzten Punkt aus. Kleidboost. Ja, auch nicht. Luigi. Ja, Luigi habe ich aber optimal gefühlt. Okay, es war nur Peach, wo ich mich vergessen habe, um zu skillen. Alles klar. Ich weiter für dich. Und für Bowser geht mal schon auch Grünschmalz. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr Reichweite. Und hier bei den anderen Charakteren, die mich nicht jucken, mache ich einfach irgendwas. Okay. Oh, ich hab Peach vergessen. Punkte erstatten. Also hier kostet 300, kostet 4. Egal, mach ich das einfach so. Ich habe hier 3 goldene Sparks. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier die 2, die fehlen noch. Okay. Gut, gut. Was ich aber sonst noch gern machen würde. Ist zum Shop zu wandern. Sollte doch Planetenmünzen haben. 2 Stück. Perfekt. So, was ich jetzt machen kann. Leicht erklärt. Alle Sparks sind auf Max Level. Guckt das mal. Alle Sparks auf Level 5. Ist das nicht schön? Also ich gehe davon aus, dass es im Spiel nur 30 Sparks gibt. Sehen wir. Egal, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich bin froh, dass meine Strategie sehr gut funktioniert hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag, ciao Leute. Wie schmeckt ihr?